St. Marienkirche in Berlin ist eine der wenigen Kirchen, die noch im Zentrum der Stadt stehen. Schwere Schäden an Turm und Dach werden jetzt ausgebessert. Da es kein neues Material gibt, hämmert man die von Geschossen durchsiebten Kupferplatten zurecht und verwendet sie wieder. Eine Firma, deren Spezialgebiet Turmreparaturen ohne Gerüstbau ist, hat die Beseitigung der Schäden übernommen. Die Arbeiter ziehen sich selbst an einem Flaschenzug hoch. Am Kreuz in 96 Meter Höhe. St. Marien, deren Grundstein 1437 gelegt wurde, gehört zu den eindrucksvollsten Bauten der norddeutschen Backsteingotik. Die Kirche ist heute zu einem Mittelpunkt des kirchlichen Lebens in Berlin geworden. Die Arbeiter, wahre Alpinisten der Großstadt, helfen, ein Kulturdenkmal ersten Ranges zu erhalten.